Guten Tag und willkommen zu NDR Info. Wir haben die Nachrichten für den Norden. Lange haben wir nicht mehr über Inzidenzen sprechen müssen. Nach dem Wegfall von Abstandsregeln und Maskenpflicht war die Pandemie für viele irgendwie schon fast vorbei. Doch seit ein paar Wochen steigen die Infektionszahlen wieder sprunghaft. Allein heute lag die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei 646,3, mehr als dreimal so hoch wie noch im Vormonat. In Schleswig-Holstein lag sie sogar fast bei 1000. Bei Politikern und Gesundheitsexperten schrillen da alle Alarmglocken. So stellt man sich wohl eine Panzerknackerbande vor. Mit viel Dynamit sprengten im Februar drei Männer einen Geldautomaten in Melle im Landkreis Osnabrück in die Luft. Die Bankfiliale wurde dabei schwer beschädigt, die Täter konnten flüchten. Nach monatelangen verdeckten Ermittlungen im Bandenmilieu aber gelang der Polizei jetzt der Schlag gegen die organisierte Kriminalität. 13 mutmaßliche Täter wurden festgenommen, darunter auch zwei der drei Automatensprenger. Und zu tun gibt's viel für die neue schwarz-grüne Regierung. Bis 2040 will man ja klimaneutral werden. Gleichzeitig aber soll das Land zwischen den Meeren auch wirtschaftlich wieder erstarken. Gar nicht so einfach in Zeiten des Fachkräftemangels. Überall fehlen ja Mitarbeiter. Im Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern merkt man das vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe. Ein Beispiel aus Binz zeigt, was nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Arbeitnehmer leisten müssen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Auch das noch. Am Hamburger Flughafen soll es am Freitag einen ganztägigen Warnstreik geben. Die Gewerkschaft Verdi hat Teile des Bodenpersonals zum Arbeitskampf aufgerufen. Wie stark die Auswirkungen auf den Airport sind, das ist noch unklar. Nach der Pleite der MV-Werften hat der Bund den Zuschlag zum Kauf der Werft in Rostock-Warnemünde erhalten. Schiffe der Marine sollen dort künftig gewartet und repariert werden. Und damit zum Wetter, das sommerliche Aussichten für uns parat hält. Und das war's für den Moment hier von uns. Hier geht's jetzt weiter mit Wer weiß denn sowas? Und wir bringen Sie dann in einer Stunde um 17 Uhr wieder auf den neuesten Stand. Bis dahin. Guten Tag und willkommen zu NDR Info. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, lange haben wir nicht mehr über Inzidenzen sprechen müssen. Nach dem Wegfall von Abstandsregeln und Maskenpflicht war die Pandemie für viele irgendwie schon fast vorbei. Doch seit ein paar Wochen steigen die Infektionszahlen wieder sprunghaft. Allein heute lag die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei 646,3, mehr als dreimal so hoch wie noch im Vormonat. Bei Politikern und Gesundheitsexperten schrillen da alle Alarmglocken. So stellt man sich wohl eine Panzerknackerbande vor. Mit viel Dynamit sprengten im Februar drei Männer einen Geldautomaten in Melle bei Osnabrück in die Luft. Die Bankfiliale wurde dabei schwer beschädigt, die Täter konnten flüchten. Nach monatelangen verdeckten Ermittlungen aber gelang der Polizei jetzt der Schlag gegen die organisierte Kriminalität. Auch zwei der drei Automatensprenger wurden festgenommen. Am Hamburger Flughafen soll es am Freitag einen ganztägigen Warnstreik geben. Die Gewerkschaft Verdi hat Teile des Bodenpersonals zum Arbeitskampf aufgerufen. Und ganz kurzer Blick noch aufs Wetter von morgen. Es wird überwiegend sonnig und trocken bei Temperaturen bis 31 Grad. Und das war NDR Info. Hier geht's jetzt weiter mit Leopard, Seebär und Co. Dabei Ihnen viel Spaß und einen schönen Abend hier im NDR.